Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das ist Sebastian und heute geht es um, Achtung, jetzt verzieht das Gesicht, Kettenhemden. Es gibt noch viele andere Wörter, wie man das bezeichnen kann. Sind wir schon mitten im Thema. Eigentlich muss auf Ringpanzer erstmal, darüber reden wir gleich noch. Der Ringpanzer ist so eine der bekanntesten Rüstungen überhaupt. Wenn man sich so Ritter vorstellt, wenn sie nicht den strahlenden, glänzenden Plattenhaar nicht tragen, dann tragen sie Ringpanzer. Und es gibt den auch in der Antike, hat eine ganz, ganz lange Geschichte und darum geht's heute. Denn Sebastian baut professionell Ringpanzer. Ringpanzer und RingpanzerInnen. Kleiner Spaß am Rande. Also ich bin jemand, der dieses Handwerk sich selber beigebracht hat und für Leute im Auftrag solche Ringpanzer schneidert vor allem. Ja. Schneider ist ein ganz, ganz gutes Thema, denn da sind wir schon direkt beim Punkt. Bevor wir loslegen, natürlich gibt es wie immer ein Buch zu gewinnen und natürlich wird auch dieses Video von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unterstützt. Und da die leider kein Buch über Ringpanzer und Rüstung haben, machen wir mal wieder die freie Auswahl. Geht auf die Seite der BBG, unten ist der Link, und sucht euch aus der Reihe Geschichte kompakt ein Buch aus. Und davon werde ich 4 verlosen. Also wer ein Buch nennt, der kann es auch gewinnen. Und wie immer, schreibt was Nettes dazu. Ihr wisst, es freut mich immer. Unbedingt da mal reinschauen. Ansonsten läuft auch noch die Aktion. Wer über meine Seite Mitglied bei der BBG wird, kann eine sehr, sehr großartige Prämie bekommen. Schaut euch das auch an, steht auch in der Videobeschreibung. Und natürlich findet ihr Iron Skin in der Videobeschreibung. Denn wie du schon gesagt hast, du machst das Ganze professionell, verkaufst das Ganze. Wie wird man, ja, Saarwürker. Saarwürker ist ja die Berufsbezeichnung, die wir im Mittelalter für Ringpanzerhemdenmacher haben. Wie wird man heutzutage Saarwürker? Ja, das ist natürlich kein Ausbildungsberuf. Das ist auch so Wissen, das erstmal verloren gewesen ist. Und ich bin jemand, der hat sich die Originalstücke sehr genau betrachtet, in Museen, auf Bildern und dann versucht, das nachzubauen, also in Eigenregie. Wie ist der Absatzmarkt für Ringpanzer heute? Wer kauft sowas? Also abgesehen von Leuten wie mir. Tatsächlich. Die Leute, was mich betrifft, sind es Leute wie du, also sehr Geschichtsinteressierte, die nachvollziehen möchten, wie war sowas, wie ist sowas, wenn es wirklich aus Eisen gefertigt ist, ist das schwer, rostet das, wie bewege ich mich da drin, wenn das auf den Körper angepasst ist, maßgeschneidert. Und da biete ich quasi so eine High-End-Lösung, weil es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ein Kettenhemd zu erwerben. Und meins ist diese maßgeschneiderte, angepasste Variante. Das heißt, es gibt Leute, die begeistern sich dafür und die möchten die Geschichte mit sowas erleben. Wie bist du, also du hast dich damit beschäftigt und seit wann machst du das jetzt professionell? Du machst ja auch nicht mal mehr alleine? Ja, wir sind 4 Leute hier in Erlangen bei Nürnberg und ich beschäftige mich damit seit circa 15 Jahren. Habe erst meine ersten Schritte in diesem Thema auf einer Webseite ironskin.de publiziert und bin dann schnell in Kontakt gekommen mit anderen Leuten, die auch so sich selber dieses Thema beigebracht haben und habe dann über die Jahre viel gelernt und letztendlich den Schritt gewagt, das ausschließlich zu tun und damit andere Leute als ein Service zu beglücken. Ja, jetzt klingt das Ganze ja einfach eher simpel. Ein Panzerhemd, ein Ringpanzerhemd ist eine Zusammenstückelung aus ganz, ganz vielen Ringen, die man alle ineinander hängt. Da kommt auch dieser Begriff Kettenhemd dann auf und eigentlich klingt das so, als wäre das alles vollkommen banal. Dazu kommt noch so, die Leute wissen, im Mittelalter hat ein Kettenhemd so viel gekostet wie ein ganzes Dorf. Wo fangen wir an? Das Panzerhemd... Fangen wir bei Kettenhemd an. Das lässt sich ja glauben, dass es in einer Reihe zusammengefügt sind, die Ringe. Aber in Wirklichkeit sind die natürlich zweidimensional. Also 4 Ringe hängen in einem und es gibt eine Fläche, das kannst du dann behandeln wie Stoff fast schon. Ja, also Kette sind keine Ketten, es sind eben Ringe. In den Quellen, also zumindest in spätmittelalterlichen Quellen, ist Panzer das Synonym für Ringpanzer. Also wenn wir von Panzerhemd lesen oder überhaupt von Panzer, dann wissen wir, es geht eben nicht um eine Plattenrüstung, es geht immer um Ringpanzerrüstung. Ja, das ist so, dass wir Menschen, die sich für Geschichte interessieren, in der Neuzeit
da viele Begriffe uns zurechtgelegt haben, wo jemand in der Zeit damals vielleicht nur einen braucht, weil die Rüstung, wenn du von Rüstung oder von Panzer sprichst, es gibt einen bestimmten Standard und der ist dann gemeint, das heißt je nach Zeitstellung in der Geschichte, ist einfach klar, das ist eine Rüstung aus Ringen und du musst das nicht spezifizieren, welche anderen Elemente da noch mit dabei sein sollten. Ja. Dazu kommt natürlich auch, dass wir so in der frühen Geschichtsforschung, also der frühen Sachkulturforschung im 19. Jahrhundert eine ganze Menge schräge Ideen haben, was man da sieht. Also es gibt hier zum Beispiel vom Teppich, von der Tapete von Bayeux diese Darstellung eines normannischen Panzerreiters und man kann sich schon streiten, was man da sieht, weil das sind ja riesige Ringe und Schuppen, da wurde ganz viel, also wir sind heute ziemlich sicher, es soll tatsächlich ein Panzerhemd zeigen, aber gerade im 19. Jahrhundert gibt es da die lustigsten Dinge, dass aufgenähte Ringe zu sehen gewesen wären. Da gibt es den Begriff Ringelpanzer und Ringpanzer und Scheibenpanzer. Manche haben behauptet, es seien gar keine Ringe, es seien Scheiben, die da aufgenäht sind. Also da gab es im 19. Jahrhundert unfassbar viele schräge Varianten. Und dann so mit der frühen Geschichts- oder Mittelaltermarktszene kam, oder vor allem auch im Rollenspielbereich. Rollenspiel kommen ja aus dem Englischen, da wurde Chainmail auf Deutsch als Ring, als Kettenhemd übersetzt und schon hatten wir die Sache, die hat sich festgesetzt. Also das Kettenhemd werden wir nicht mehr los. Aber seit wann gibt es eigentlich solche Panzer? Seit wann haben wir sowas? Also selbst das ist nicht ganz geklärt, aber es fängt etwa um das Jahr 300 vor Christus an. Im zentraleuropäischen Raum von Kelten, also wenn wir eine Kultur zuordnen möchten, dann ist es etwa keltisch. Und es scheint so, die ersten Beispiele scheinen schon verniedert zu sein. Oh, das ist natürlich spannend. Auch das wieder, wir kennen eben solche Ringpanzer und Kettenhemden sehr oft unvernietet. Also Zeit, als ich angefangen habe, mich selbst mit so Geschichten in der Nachstellung oder auch mit Lab zu beschäftigen, da waren die alle unvernietet, weil das war das Beste, was man hinbekommen hat. Die Ringe waren riesengroß im Vergleich zu heute. Mittlerweile kann man einfache Ringpanzer, die in Indien gefertigt sind, für relativ wenig Geld kaufen. Warum die ein Problem haben, erzählen wir gleich auch nochmal. Aber da hat es natürlich sehr, sehr viel getan. Und also wirklich diese Ringe, die nur auf Stoß sind, die weder massiv sind noch irgendwie eine Niete haben, die gibt's. Ich glaube, in der Neuzeit taucht sowas teilweise auf, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ein mittelalterlicher Ringpanzer ist immer vernietet oder zumindest geschlossen in irgendeiner Art. Da greife ich zurück auf, was Martijn Weindhoven herausgefunden hat in seinem Buch Ringed Battle Shirts, European Mail Armor. Da geht er genauer darauf ein, auf die allerfrühesten Beispiele. Und es scheint so, dass die ersten sind von Anfang an vernietet, aber eine kurze Zeit gibt es einen Trend, dass andere Handwerker, vermutlich weniger Begabte, Unvernietete etabliert haben für eine sehr kurze Zeit, 50 Jahre, und dann verschwinden die komplett und tauchen auch nie wieder richtig auf, bis auf manchmal an Messingziernähten, wo du aber auch nicht sagen kannst, in welcher Zeit wurde das repariert. Und die Schutzwirkung braucht, dass es vernietet ist oder ein fester Ring. Aber diese 50 Jahre, da sind wir auch in der Antike, da sind wir wirklich. Genau, immer noch 250 vor Christus. Okay. Ja, ja. Gut. Also im Mittelalter, kann man sagen, vernietet. Dann wird es ja, also so im kulturellen Gedächtnis, ganz bekannt durch die römische Legion, die Legionäre, die zeitweise einen Ringpanzer tragen. Genau, die Ringpanzer sind ein Teil im Römischen Reich und die Art, wie diese da konstruiert sind, man sieht es dann oft an etwaigen Nähten, lässt darauf schließen, dass die sehr ähnlich wie die Textilkleidung von damals gedacht haben, also eine Vorderseite, eine Rückseite, fügt das zusammen und dann hast du ein ganz simples Hemd. Und genauso verhalten sich die Ringpanzer aus der Zeit der Römer. Also so das, was wir heute so, die einfachste Art Ringpanzer, die wir heute kennen, wenig angepasst, die entspricht dann ungefähr den römischen Kettenhemden zum Teil. Wobei dann später noch so Schulterteile draufkommen und so, da gibt es ja ganz viele Varianten. Ringpanzer verschwindet auch eigentlich nicht. Es gibt im Frühmittelalter eine Zeit, wo er einfach unfassbar teuer war. Also ich halte das mit dem Dorf für übertrieben. Aber ich habe mich mal mit einem Archäologen unterhalten über die alemannischen Funde und da findet man Ringpanzer so irrsinnig selten, dass man da wirklich sagen kann, in der
spätantike Übergang zum Frühmittelalter, ist das wirklich was für die sehr, sehr Wohlhabenden, sich einen Ringpanzer zu leisten. Da stimme ich zu. Es kann natürlich das Bild verzerrt sein, dadurch, dass Ringpanzer oft überliefert werden und nicht so viele ins archäologische Fundgut eingehen, weil es natürlich wertvolle Ressource ist und die werden dann im Laufe der Zeit immer weiter verändert, weiter benutzt und weiter umgestaltet. Ja. Wobei das Argument wäre natürlich, gerade sowas wäre natürlich eine prachtvolle Grabbeigabe. Wir reden ja von der Zeit, wo Gräber gut ausgestattet sind. Also wir wissen natürlich nie hundertprozentig, aber es scheint sehr selten zu sein. Und man muss sich auch überlegen, ich hatte vor einiger Zeit hier einen Gast zum Thema Bergbau und der hat einen ganz interessanten Punkt gehabt, dass wirklich man davon ausgehen muss, die Leute haben nach Bedarf Bergbau betrieben. Sprich, um das Eisen eines Ringpanzers zu gewinnen, muss man eben dann in den Berg und das Eisen gewinnen und herstellen. Und wir reden ja auch noch nicht von Draht im eigentlichen Sinne. Also es ist natürlich im Grunde genommen Draht, aber wird nicht gezogen wie später. Kannst du sagen, wie diese ersten Ringe hergestellt werden, also das Material? Wenn wir die allerersten betrachten, also vor Christus, das Drahtziehen, da gibt es ca. 20 verschiedene Methoden, die noch in der Forschung sind, welche wie genau funktionieren. Aber du kannst im weitesten Sinne dünne Streifen an Metall ausschmieden. Die sind entweder rechteckig im Profil oder quadratisch oder rund und dann kannst du die verdrehen und dann durch dünne Löcher ziehen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die sich dann wie eine Spirale aufrollen oder wie eine Klopapierrolle ineinander. Am Ende kommt ein Stück rundes Stück Draht raus, das in seinem Querschnitt sehr unterschiedlich gestaltet sein kann und naja, und das kannst du halt von handwerklich bis industriell vollziehen. Also klar, auch in der Antike haben wir natürlich, spätestens wenn die Römer anfangen, ihre Legionäre auszustatten, dann haben wir da natürlich quasi industrielle Prozesse. Ja? Aber wenn wir gerade wieder ins Frühmittelalter gehen, dann haben wir genau die eben nicht. Das heißt, wir können dann davon ausgehen, dass diese Herstellung allein der Ringe schon ziemlich mühselig ist. Andererseits ist ein Ringpanzer insofern optimal, dass du mit dem eingesetzten Material eine größere Fläche abdeckst, als du zum Beispiel mit einem Schuppenpanzer könntest oder ähnlichen Dingen. Die würden viel mehr Material brauchen. Und der Ringpanzer kann es natürlich mit weniger Material, aber mehr Aufwand. Und noch dazu, das ist vielleicht, wenn er aus diesem Gespräch eins mitnimmt, du kannst mit Resten an Material diese Rüstung bauen. Das ist das Besondere. Ja. Plattenrüstungen sind da aufwendiger, das Eisen zu prozessieren. Und das ist vielleicht der Riesenvorteil von Ringpanzern. Wir sehen es ja auch zum Beispiel an Helmen, dass die ganz lange noch mehrteilig sind, weil einfach große Eisenplatten nicht möglich sind. Erst als die Verarbeitung dann soweit ist, dass überhaupt zum Beispiel der Plattenpanzer auftauchen kann, da sind wir ja schon mitten im Spätmittelalter, das Frühmittelalter und vor allem das Hochmittelalter wird deutlich vom Ringpanzer dominiert, also ist die Rüstung, die man mit dem Hochmittelalter in Verbindung bringen kann. Also das mit dem Dorf, wie gesagt, da bin ich immer sehr skeptisch, aber wertvoll waren solche Ringpanzer im Frühmittelalter ganz, ganz eindeutig. Und wenn wir dann im Übergang zum Hochmittelalter gehen, dann finden wir eben, was wir eben schon gesehen haben, die normannischen Reiter. Wobei wir hier eben sehen, die Ringpanzer gehen nur bis zu den Ellenbogen und nur bis zu den Knien. Also tatsächlich nur der Torso wird geschützt. Dazu kommt eben noch eine Kapuze, eine Haube für den Kopf und der Helm. Aber was uns heute so merkwürdig vorkommt, was auch zum Beispiel heutige Leute, die sich mit Kampf in irgendeiner Art und Weise beschäftigen, egal ob Living History oder Historisches Fechten oder Lab, die Leute würden niemals ihre Hände und Unterarme ungeschützt lassen. Und die Menschen damals haben das offenbar sehr wohl getan. Da ist so meine persönliche Theorie, ich weiß nicht, muss sagen, was du dazu sagst, für mich ist der Ringpanzer keine Rüstung im modernen Sinne, weil wir verlangen heute von einer Rüstung, die sie mich vor Schmerzen schützt. Das Eingriff daran abprallen, sondern der Ringpanzer ist ein Lebensretter, meine Rüstung ist mein Schild, damit verteidige ich mich und der Ringpanzer soll mich vor dem bewahren, was am Schild vorbeigeht. Ob das jetzt wehtut oder nicht, ist zweitrangig. Genau, dem stimme ich zu. Also gerade in dieser frühen Zeit, frühes Mittelalter, da spielt der Schild eine wesentlichere Rolle. Und dann, du musst halt in der Rüstung noch mobil sein, deine Temperatur regeln können.
Also diese ganzen anderen Faktoren, die kommen dann sehr viel mehr zu tragen, wenn du die über lange Zeit trägst, was wir heute nur an einem Wochenende anhaben. Ja. Und da kommt dann einer der großen Irrglauben. Ihr werdet sehen, wir haben bei Ringpanzern so ein paar allgemeine Irrglauben. Das mit dem Preis hatten wir eben schon. Der wird übrigens extrem verfallen im Spätmittelalter. Also sagen wir dazu nochmal, was aus den Ringpanzern geworden ist. Ist tragisch. Das zweite ist, man muss unter dem Ringpanzer einen Gambeson tragen. Das Wort Gambeson ist schon problematisch, aber irgendeine Art von dicker, gepolsterter Rüstung. Und wenn wir uns dann solche Bilder angucken, die Leute scheinen das anders gesehen zu haben. Das hängt sicherlich von Zeit zu Zeit ab, aber ja. Allein vom Praktischen her kann ich sagen, dass umso weniger Polsterung drunter getragen ist, umso besser kann man sich eigentlich darin bewegen. Mhm. Das heißt, wir haben den Deal, die Abwägung Schutz gegen Beweglichkeit. Mhm. Ja, und es ist ja auch, seit einigen Jahren versuchen Leute eben mit ohne Polsterung zu arbeiten, also auch in der Nachstellung, weil sie eben sehen, die Quellen geben so nicht her. Und die Erfahrungen sind tatsächlich interessant. Also gegen Schnitte schützt natürlich genauso gut wie ohne jede Polsterung, das ist keine Frage. Mhm. Ein Schnitt kommt durch einen Ringpanzer einfach nicht durch. Kann man machen, was man will. Hiebe verteilt sich noch ein bisschen, aber tatsächlich ein Hieb auf die falsche Stelle, da ist dann unter Umständen der Ringpanzer nicht so wahnsinnig nützlich. Stiche ist ganz interessant. Mhm. Stiche und Pfeilbeschuss. Ja, also das Ringgeflecht hat schon eine leicht polsternde Wirkung in sich selber, aber natürlich bei Weitem nicht so viel wie weitere Textillagen drunter, das ist klar. Ich denke, das ist einfach ein Nachteil, der gerne in Kauf genommen wird für den Vorteil von mehr Beweglichkeit und Hitzeregulation. Ja, zumal auch so die extrem wuchtigen Schläge, also wirklich so der weit ausgeholte Schlag, den kann ich eher noch mit dem Schild abwehren. Was halt am Schild vorbeikommt, irgendwelche Stiche und ähnliche Sachen, da wirkt es natürlich besser. Und bei Stichen kommt jetzt die große Frage, Pfeil, Bolzen gegen Ringpanzer. Weil da hören wir immer wieder die tollsten Sachen, weil natürlich die Bögen den Ringpanzer überflüssig gemacht haben. Andererseits kennen wir Quellen aus den Kreuzzügen, dass die fränkischen Ritter, also alle Kreuzritter waren Franken in den muslimischen Quellen, gespickt wie die Stachelschweine mit Pfeilen herumgelaufen sein sollen. Dazu kann ich keine pauschale Antwort geben, aber ich habe zwei Gedanken. Ja. Der eine ist, auf einem Schlachtfeld sind die meisten Teilnehmer darauf ausgerichtet, die meisten Gegner effektiv zu verwunden oder zu bekämpfen. Wenn Ringpanzer nur ein kleiner Teil der Kämpfer so eine Rüstung tragen, dann sind die Gegner möglichst sind die nicht so sehr darauf ausgerichtet, genau diese Rüstung zu durchdringen. Das heißt, dann hast du einen Vorteil. Sobald jeder diese Rüstung hat und das ein gewisser Standard ist, dann muss natürlich auch die Gegenseite versuchen, diese Rüstung zu überwinden. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist, wenn du von der Herstellerseite da drauf schaust, die Produzenten von den Ringpanzern möchten natürlich ein sinnvolles Produkt schaffen und die können natürlich die Drahtstärke variieren. Dann steigt das Gewicht, aber da sind noch lange nicht die Grenzen erreicht und das hält sich irgendwo die Waage, sodass du eine Rüstung hast, die sinnvoll ist, aber nicht in 100% aller Lebenslagen die Unverwundbarkeit verkörpert. Ich meine mich zu erinnern, dass so ums 13. Jahrhundert die Ringstärke auch durchaus merklich stärker wird. Also die Gefahren werden größer, die Ringstärken werden besser. Und da gab es dann auch schon Beschusstests. Also auf einer Veranstaltung, die ich mal organisiert habe, gab es mal tatsächlich einen Beschusstest. Eine 200 Kilo Armbrust, meine ich, von Andreas Bichler hat er auf ein handgemachtes Ringpanzer mit der Drahtstärke des 13. Jahrhunderts geschossen und der Bolzen ist nicht durchgekommen. Also ist eine Momentaufnahme, da müsste man viel mehr Forschung betreiben, aber es war für mich so ein Augenöffner. Ja, es hängt sehr stark davon ab. In eurem Test habt ihr Ringe von Isaac Krug verwendet. Die waren handwerklich gut ausgeführt. Ich weiß nicht, was für ein Material er verwendet hat. Es kann sein, dass der Kohlenstoffgehalt sehr hoch war und es gehärtet war, also Stahl. Also es kommt auf das Material drauf an, auf die handwerkliche Ausführung. Und letztendlich die Dimensionen von dem Ring. Ja. Und das alles schwankt so sehr, dass durch ein sehr ähnliches Geflecht auch der Armbrustbolzen hätte durchgehen können. Klar. Ja.
Also ich glaube, bei dem Beschusstest, was das Entscheidende war, dass tatsächlich die Ringstärke so relativ groß war, dass die Chance hoch war, dass der Bolzen auf das Material des Rings trifft und eben nicht in eine Lücke stößt und dann den Ring sprengen kann. Sondern wir haben tatsächlich gesehen, der Bolzen, die Spitze ist auf dem Ring aufgetroffen, hat ihn stark verformt, aber dadurch war die Energie eben geschluckt und es hat gehalten. Aber da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Varianten. Also wir kennen Ringe ja in allen möglichen Ausführungen. Auch in der Feinheit wird da extrem variiert, in der Stärke des Ringes. Das sind natürlich Dinge, die muss man im Einzelnen sich angucken. Und dann spielt noch eine wesentliche Rolle, wie ist das Ringgeflecht aufgehängt, was befindet sich darunter? Also wenn du das wie einen Vorhang aufhängst, dann können die anderen Ringe sehr viel mitbewegt werden und nehmen die Energie auf. Mhm. Wenn du das an eine Wand lehnst, dann kann nur ein Ring reagieren und der wird dann durchschlagen. Ja. Aber genau in der Zeit, ungefähr im 13. Jahrhundert, passiert auch etwas ganz Spannendes. Die Schilde werden deutlich kleiner. Auch die Waffen, eben die Armbrust gegen die Rüstung, taucht immer mehr auf. Und dann haben wir tatsächlich das, was wir so oft als Klischee haben. Hier haben wir den heiligen Mauritius. Da sieht man schon, der wird langsam mehr zu Michelin-Menschen. Hier fangen wir an, zum einen eine Polsterung zu tragen, zum anderen haben wir eine verstärkende Rüstung. Er trägt hier einen Plattenrock darüber. Stoff oder Leder, von innen mit Platten beschlagen. Also das Leder ist nur das Trägermaterial und in der Zeit beginnen wir eben auch tatsächlich Polsterung zu haben. Das heißt, wir haben eine Veränderung der Waffentechnik und die Rüstung reagieren darauf. Wir kommen jetzt in so eine Zeit von etwa 100 Jahren. Das ist so die Übergangszeit in den Harnischen, so wird sie auch bezeichnet, zwischen dem Ringpanzer und dem Plattenpanzer. Jetzt sehen wir es nochmal bei Otto von dem Vierten von Alamünde etwas mehr. Man sieht immer noch, er trägt immer noch den Ringpanzer. Jetzt tatsächlich mal relativ locker an den Armen. Ja, an der Stelle möchte ich einhaken, schon bei der anderen Statue. Ja. Wir können, also viele Leute versuchen von den Statuen abzulesen, wie tatsächlich die Ringe ineinander gefügt sind. Ja. Und das ist oft problematisch. Und bei Otto von Alamünde, das ist die nächste, da ist es quasi zu ersichtlich, wie die Ringe von seinem Kinn weg in so einer Spirale nach unten gehen und dann kreisförmig, spiralförmig um den, den Kopf rum. Das ist höchst unwahrscheinlich. Und man kann da auch die Bildquellen vergleichen mit den archäologischen Quellen oder den überlieferten Stücken. Und die archäologischen Stücke und die überlieferten sind sehr eindeutig und die Bildquellen, die zeigen einfach wilde Sachen. Ja. Was man auch hat, wenn man genau schaut, hier verlaufen die Reihen der Ringe den Arm runter und hier verlaufen sie quer zum Arm. Den Arm runter, wie bei der Statue aus Marburg, Magdeburg. Das ist tatsächlich die übliche Variante. Aber es spannend ist eben auch, dass es hier vergleichsweise weit wird. Wenn man kann, was auch wieder der Unterschied zu modernen Ringpanzern ist, wie man sie eben, das hatte ich schon gesagt, die typischen indischen Kettenhemden, die sind oft überhaupt nicht angepasst. Die sind sehr weit. Teilweise wird auch gesagt, die sollen so weit sein. Während wenn wir auf die Quellen gucken, jetzt hier ist mal eine Ausnahme, da haben wir tatsächlich mal Weite. Normalerweise sind die Dinger wirklich, wirklich eng. Und du hast ja vorhin schon von Schneidern geredet und das ist tatsächlich so der Punkt, ein Ringpanzer in den allermeisten Fällen soll dem Träger wirklich nahezu perfekt passen. Naja, da hast du dann sehr große Bewegungsvorteile. Ja. Ist die Frage, ob das in der Geschichte immer der Fall gewesen ist, dass jedes Stück maßgeschneidert ist, möglicherweise nicht. Aus dem 15. Jahrhundert sind uns da bestimmte Techniken überliefert, die man eine gewisse Zeit rückwirkend anwenden kann. Und das sind bestimmte Nähte, die das Ganze anatomisch herausarbeiten und dir dann die Möglichkeit geben, zum Beispiel die Arme viel weiter zu knicken, als es das wäre, wenn man einfach nur einen geraden Schnitt anwendet. Ja, überhaupt die Arme sind oft auch tatsächlich dann angesetzt, oder? Also da ist schon ein bisschen Know-how drin. Auch die Achsel sitzt sehr tief in der Achsel, damit ich die Beweglichkeit im Arm habe. Also da bist du wirklich schon am Punkt. Also ich kann es selbst mal kurz einblenden, das hier ist mein Armzeug, das ich unter der Rüstung trage. Und das so sitzen zu lassen, hat schon ein paar Stunden Anprobe
in Kauf genommen. Mhm. Also auch man sieht auch, wie tief das in den Arm reingeht. Dafür kann ich aber auch den Arm heben, ohne dass es rausquillt. Man sieht jetzt, es ist kein Ringpanzerhemd. Ich trage nur die Arme. Das werden wir gleich nochmal sehen. Deswegen wulsten die da so ein ganz klein bisschen an meiner Brust, weil ich hatte die Arme da schon hochgehoben, habe es natürlich ein bisschen rausgezogen. Deswegen sitzt es da nicht ganz perfekt gerade auf diesem Bild. Aber es gibt mir wirklich die optimale Bewegungsfreiheit. Und natürlich jeder Zentimeter Geflecht, den ich weniger habe, spart mir natürlich Gewicht. Mhm. Ja. Und ja, hierbei, insbesondere Gewicht an den Armen, das behindert dich ja normal besonders. Ja, genau. Hier bei Otto von Allermünde sehen wir aber eben genau diesen Übergangshahn. Er trägt darüber diesen Plattenrock in einer etwas späteren Variante. Interessant sind auch die Ketten auf seiner Brust. Da sind Schwert, Dolch und Schild. Manchmal auch der Helm dran befestigt. Nee, Schild nicht, nur der Helm. Und unter dem Ringpanzer sieht man solche Schienen an seinen Unterarmen. Das ist genau die Zeit, in der der Ringpanzer verstärkt werden muss. Es gibt eben neue Waffen, die dem Ringpanzer gefährlich werden, der Schild ist kleiner geworden. Hier fehlt auch das Visier seines Helmes. Der Helm ist inzwischen ein Helm mit klappbarem Vollvisier. Das ist genau die Zeit, in der der Ringpanzer zwar immer noch einen Hauptteil der Rüstung ausmacht, aber nicht mehr alleine. Der Ringpanzer alleine wird etwas, was der gut gerüstete eigentlich nicht mehr trägt. Ja. Im 15. Jahrhundert findet man ihn noch sehr, sehr häufig unter der Rüstung. Also haben wir ich trage das aus Faulheit viel zu selten, aber wenn ich meine Vollrüstung trage, dann müsste ich eigentlich auch da zumindest die Achseln mit Ringpanzergeflecht geschützt haben oder einen Rock aus Ringpanzergeflecht tragen, manchmal auch eine quasi eine Unterhose daraus, da gibt es ganz verschiedene Lösungen. Aus der Zeit haben wir aber auch wirklich feines Geflecht. Das ist jetzt ein Ringpanzer, der nicht mehr die Hauptlast trägt, sondern nur noch die Schwachstellen schützen soll. Ich glaube, in Nürnberg hatten sie mal eine Ausstellung, ein italienisches Stück, und es war richtig fein. Es waren sehr, sehr feine Ringe. Mhm. Ist das so ein allgemeiner Trend, dass die im Spätmittelalter immer feiner werden? Also erstmal, wir reden über die Zeit, wo die Plattenrüstung zusätzlich obendrauf kommen auf die Ringpanzer. Mhm. Und der Trend ist, dass dann diese Ringpanzer zerlegt werden in einzelne Ärmelteile und aus einem Hemd wird ein Oberteil und ein Rock. Genauso wie ich es trage. Genau, das schafft zusätzliche Beweglichkeit und man kann Stellen aussparen, also Gewicht sparen. Mhm. Ja, das Geflecht wird tendenziell feiner. Ich meine, dass das zusammenhängt mit, es verschiebt sich auch der Charakter hin öfter zu Prestige. Mhm. Das heißt, ich habe auch den Eindruck, dass Ringpanzerhandwerk in der Zeit, gerade am Ende vom 15. Jahrhundert, besteht, aber tut sich immer schwerer, die Werke zu verkaufen und lebt dann von Aufträgen, die zum Beispiel sehr feine Ringe nachfragen, viel Messing, Zierleisten und wo das auch ein bisschen Status rüberbringt. Mhm. Also mehr als die Funktionalität tritt dann der Status in den Vordergrund. Ja. Und man muss zu jeder Zeit auch bedenken, dass die Rüstung schützen zum einen funktionell und zum anderen zeigen sie der Außenwelt, ich bin jemand, der sich lohnt, gefangen zu nehmen, statt zu töten. Ja. Das ist eine weitere Schutzwirkung. Ich nenne sie immer die Lebensversicherung der Ritter, denn sie waren oftmals zu wertvoll, um sie zu töten. Es hat sich einfach gelohnt, sie Lösegeld für sie zu verlangen. Und im Spätmittelalter haben wir da so eine ganz merkwürdige Situation, denn aus Preislisten wissen wir, dass Ringpanzer immer noch wahnsinnig teuer sind, also teurer als Plattenrüstungen zum Teil. Das ist also vollkommen entgegen dem, was man denken sollte. Aber gleichzeitig werden sie, jetzt abgesehen von unter dem Plattenhahn, wie wir es eben haben, als eigenstehende Rüstung, werden sie tatsächlich ein Merkmal weniger begüterter. Man hat es zum Beispiel in städtischen Aufgeboten, da ist im Prinzip das Panzerhemd die unterste Stufe. Ganz oft unter der Stufe. Und ich habe ja wir hatten ja gerade in Licht den historischen Markt, da habe ich zwei Darsteller in Ringpanzer gehabt. Hier beide stellen städtische Bürger dar, die dem Waffendienst nachgehen. Und das Schöne ist, wenn man hier wunderbar sieht, denn dieser aufgesetzte Ring, das ist deiner. Die sind beide von dir. Genau. Das sind Werke von mir. Diese Ringe können verschiedene Sachen bedeuten. Also da gibt es Ringe, die bedeuten, dass es ein Arsenal ist, von einer bestimmten Stadt zum Beispiel. Andere Ringe bezeichnen die Herkunft und dann gibt es sogenannte Zunftmarken, die einfach Qualitätssiegel auch bedeuten. Ja, wenn in meinem Fall ist es einfach nur, dass es von mir kommt. Ja.
Wenn wir uns die mal angucken, genauso wie das, was man eben bei mir gesehen hat, die Arme auch wieder sehr, sehr eng anliegend, sehr darauf ausgelegt, beweglich zu sein. Aber wir haben im Prinzip zwei unterschiedliche Modelle, denn der eine hat eine Öffnung vorne. Hm. Klingt jetzt nach Selbstmord. Ich habe vorne mein Ringpanzer ist vorne aufzumachen. Das klingt nicht sehr clever. Naja, genau genommen überlappt diese Öffnung vorne. Ja. Das heißt, wenn die richtig verschlossen ist mit einem Lederband zum Beispiel, dann hast du da doppelten Schutz für diese Überlappung. Außerdem dieser Darsteller, was man hier eben nicht sieht, er trägt eine Brustplatte darüber. Also er schützt diese ganze Stelle nochmal mit einer Plattenrüstung darauf. Das haben wir teilweise, das haben wir aber relativ häufig. Also dieses über den Kopf ziehbare Ringpanzerhemd, also hier der linke von den beiden trägt ja so ein über den Kopf ziehbares Panzerhemd, ist also auch nicht falsch, gibt es historisch. Aber im Spätmittelalter haben wir eben immer mehr Ringpanzer, die geöffnet werden, die man anziehen kann oder mit Schnallen oder was auch immer zumachen kann. Es gibt auch Haken und Ösen und solche Scherze. Wo Ösen sind da genug, man braucht eigentlich nur die Haken. Also auch das haben wir beides. Aber ich weiß aus Ansehen, dass dieses über den Kopf ziehbare Ringpanzer nicht ganz so locker geht wie bei einem weiteren. Das muss natürlich, das ist ein bisschen Arbeit, da reinzukriegen. Aber man sieht halt eben, wie wirklich eng das an seiner Figur ist und wie viel Beweglichkeit er daran hat. Also ich habe ihn damit in Aktion gesehen, das ist eine ziemlich bewegliche Angelegenheit. Ja, also durch dieses Maßschneidern kannst du die Ringe näher an den Körper bringen und schaffst trotzdem noch genügend Beweglichkeit. Ja. Was und, man darf auch dazu sagen, dass in dieser Zeit, 15. Jahrhundert, die ganzen Ringpanzer aus den Jahrhunderten zuvor, die verschwinden ja nicht einfach, sondern die stehen dem Markt zur Verfügung, weiterverwendet zu werden. Mhm. Und eine einfache Methode ist, wenn was nicht passt, Ärmel abzuschneiden und dann passt es eigentlich vielen. Also abschneiden, die Ringe aufknipsen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich bin der Meinung, gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass wir teilweise an vorhandenen Kettenhemden auch oder Ringpanzern auch nachweisen können, dass da mehrere Ringarten verwendet wurden. Dass da also im Prinzip auch Versatzstücke, fertige Stücke aus Ringpanzergeflecht zusammengesetzt wurden zu einem Hemd. Ist also je später wir sind, umso mehr haben wir da Verlagswesen, sprich es arbeiten mehrere Betriebe daran, die sich dann ergänzen. Und es ist dann so ein Sawirker, der wirklich auf seinen Kunden zuschneidet, letztlich auf Halbzeuge zurückgreifen kann. Hast du das auch beobachten können? Tatsächlich an sehr vielen historischen Stücken oder fast schon der Mehrheit siehst du, dass verschiedene Ringe in Verwendung sind. Die sind schon allein durch den Herstellungsprozess nicht immer exakt gleich. Aber dann scheint es mir so zu sein wie bei Schustern. Da gibt es den neuen Schuster und dann gibt es den Flick-Schuster, der arbeitet nur mit getragenem Material und macht daraus neue Schuhe. Und sowas Ähnliches, meine ich, könnte es bei den Ringpanzern auch geben, dass bestimmte Betriebe einfach nur bestehende Kleidung aufkaufen an Ringgeflecht und die weiterverwenden. Ja, das ist dann auch das Schicksal der späten Ringpanzer. Also Ringpanzer werden erstaunlich lange noch verwendet. Außerhalb Europas sowieso, also orientalische Ringpanzer, die werden bis ins 19. Jahrhundert breit verwendet. Und ich war auch gerade in Florenz im Museo Stibbert, die haben eine wundervolle Sammlung an orientalischen Rüstungen. Und da habe ich Ringpanzer gesehen, die ich im europäischen Kontext noch nie gesehen habe. Die haben so Vorhänge, also wirklich so Gesichtsschutzvorhänge quasi. Und das war das feinste Geflecht, das ich je gesehen habe. Also kann man auf dem Foto sehen. Da reden wir von irgendwie 3 mm, schlag mich tot, also wirklich extrem feine Teile. Und da überlebt natürlich auch eine ganze Kultur von Handwerkskunst in dem Bereich, die halt tatsächlich auch, ich glaube sogar im 20. Jahrhundert sind die noch im Gebrauch, auch wenn sie nicht mehr, auch wenn sie bereits technisch überholt waren. Und auch in Indien haben wir ja großartige Beispiele an Handwerkskunst, was Ringpanzer angeht. Tatsächlich gibt es ja viele Stücke, die, wenn du man kann die Ringe separat betrachten und dann herausfinden, was europäischen Ursprungs ist und was tendenziell eher östlichen Ursprungs ist. Und es gibt viele Stücke, die sind aus Europa ins Osmanische Reich gewandert, wurden dann da leicht verändert und weitergetragen. Manche sind sogar wieder zurückgekommen und du kannst dann denen diese ganze Geschichte ablesen. Wow. Genauso hatten sie im Museum Stibbert einen osmanischen Ringpanzer, da waren auf die Ringe Suren aus dem Koran geprägt.
nicht schlecht. Also ziemlich heftig. Aber bei uns bleibt der Ringpanzer auch tatsächlich länger erhalten, als man denkt. Er wird noch ganz lange unter anderen Rüstungen getragen. Und ja, worauf möchtest du anspielen? Ja, ich wollte darauf anspielen, dass dann er dann plötzlich im 20. Jahrhundert eine Renaissance kriegt, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen ist er noch ein bis heute ein völlig übliches Stück Schutzkleidung in der Fleischindustrie. Ja, genau. Und wurde auch in den Weltkriegen genau. getragen, zum Beispiel als so ein kleines Banner unter dem Helm, das einfach vor Splittern schützt. Ja, vor allem Panzerbesatzungen haben die gerne getragen, weil die Panzerabwehrwaffen ja da, lange Zeit darauf beruht haben, dass die Panzerung gar nicht geschlagen wird, sondern durch die Wucht auf der Innenseite der Panzerung Splitter abplatzen und die Besatzung verwunden oder ähnliche Dinge. Und da haben wir bei Panzerbesatzung auch tatsächlich Gesichtsmasken aus Ringgeflecht. Und dieses Metzger-Kettenhemd, das besteht ja aus verschweißten Edelstahlringen, auch sehr, eigentlich sehr feinen Edelstahlringen, weil sie natürlich keinen Stich oder sonst was zu abhalten müssen, sondern nur Schnitte oder vergleichsweise leichte Stiche. Und die waren so Ende des, also so in den späten 90ern, war die mal eine ganz beliebte Variante im Lab- und Mittelalterbereich, dass man sich die gekauft hat, weil die kann man im Prinzip direkt kaufen, auch in der richtigen Größe, dann wurden die getragen. Dann starte ich. Ja, und diese Edelstahlkettenhemd haben halt, das kann ich aus Erfahrung sagen, ich hatte auch eins, einen unfassbaren Nachteil. Der Abrieb von Edelstahl ist das fieseste, was es gibt, denn es wird alles schwarz. Alles, was du darunter trägst, wird tiefschwarz. Also wer denkt, ja, ich nehme Edelstahlkettenhemd, weil ich habe weniger Rost, ihr lasst euch auf ein anderes Problem ein. Ganz eindeutig. Aber kommen wir mal dazu, wie überhaupt Ringpanzer gemacht wird, weil alles, was ich bisher gemacht habe, das hätte ich auch quasi selbst erzählen können. Du bist aber jemand, der natürlich Erfahrung hat in der Herstellung von Ringpanzern, und da gibt es auch wieder viele Ideen, weil so jemand, der einen Ringpanzer sucht oder auch die Idee hat, einen selber zu machen, der kommt erstmal auf so Begriffe. Wir finden erstmal unvernietete und vernietete Ringe, dann finden wir Flachringe und Rundringe und wir finden dann noch Runde und Keilnieten. Und in der allgemeinen Vorstellung hat es so fest, also ich glaube, es ist tatsächlich so, die Leute sind der Meinung, Flachringe mit Keilnieten ist das Optimum an historischer Genauigkeit. Und das, ich glaube, da sind wir beide anderer Meinung, weil all diese Begriffe gehen einfach an der Realität vorbei. Also die Realität ist erstmal sehr divers. Ja. Das Fundgut zeigt sehr viele verschiedene Formen an Nieten und an Ringen. Mhm. Und um das einfach mal ein bisschen so zu kategorisieren, es gibt die, die sind einfach nur auf Stoß, wir nennen die unvernietet, mhm. Die halten aber nicht besonders viel. Dann gibt es Ringe, die sind geschlossen, fest, die also quasi wie eine Beilagscheibe. Mhm. Und dann gibt es die vernieteten Ringe, die überlappen ganz leicht und durch die Überlappung kommt dann ein Stift durch, mhm. Beziehungsweise so ein angespitztes, schräges Stück wie ein Keil. Ja. In Ausnahmefällen sogar zwei Nieten oder beziehungsweise ein gebogenes Stück Draht, was dann aussieht wie zwei Nieten. Das gibt es sogar auch noch dann als Krönung des Ganzen. Ja. Genau, so wie eine Klammer. Ja. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass diese genauen Herstellungsmethoden, die sind einfach nicht überliefert, mhm. die gingen verloren. Alles, was wir haben, um aus der Geschichte zu lernen, sind weniger als 10 Abbildungen, mhm. und die fertigen Ringe. Das heißt, man kann die anschauen und versuchen, mhm. daraus Rückschlüsse zu finden. Und ich bin jemand, der hat damit experimentiert, hat mir selber solche Werkzeuge gebaut, mhm. habe das auch anderen beigebracht. Und letztendlich funktioniert es so, man nimmt Draht, bringt ihn zur Überlappung und macht dadurch ein Loch, am besten mit einem spitzen Dorn. Ja, also nicht irgendwie mit dem Bohrer, sondern es wird mit dem Dorn geschlagen und dann hat man da sein Loch. Nee, also wir haben ja im Mittelalter keine Bohraufsätze, die sehr günstig sind und wir zu den Hunderten verschleißen können. Das ist besser, so einen spitzen Dorn zu haben, ja. den man immer wieder nachspitzen kann. Ja. Das war nicht der Dorn, das war der Bleistift, egal.
Ich meine, bei den Quellen zum Saarwürker, also Saarwürker, Saarwörter ist der Beruf, der das Ganze macht. Da haben wir im Spätmittelalter natürlich aus zünftigen Bereich die Quellen. Im Frühmittelalter sind das wahrscheinlich weniger spezialisierte Handwerker, weil einfach die Menge nicht so groß war. Wobei es ist auch kein so, ich sag mal, es ist jetzt auch kein erstmal so in der Grundarbeit. Natürlich ist da ganz viel Erfahrung nötig für die Anpassung, aber es ist erstmal kein wahnsinnig komplexer Beruf. Also man kann davon ausgehen, dass der in einigen Zeiten auch nicht der ausschließliche Beruf war. Im Spätmittelalter ganz sicher, dann haben wir ja Zünfte. Doch, ich gehe eher schon davon aus. Also du brauchst ja so viele Arbeitsstunden, um ein Werkstück fertigzustellen. Mhm. Das heißt, es lohnt sich gleich von Anfang an ein Team an Leuten zu haben. Und dann sind die damit beschäftigt und nicht mit anderen Aufgaben. Aber dieses Team müssen halt keine Spezialisten sein. In der Tendenz glaube ich schon. Okay. Hm. Aber gut, keiner von uns war dabei. Ja. Die Ringe, die ich so kenne, also ich sag mal so die häufigsten Querschnitte, die ich habe, sind so flach-ovale Klingen, flach-ovale Ringe, was aber natürlich auch daran liegt, dass sie abgenutzt sind, dass sie sich verschliffen haben. Was würdest du so als typische Ringform sehen? Was sich da oft bemerkbar macht, ist, dass man hat Ringe, schlägt die zum Beispiel auf einer Unterlage, mhm. Und dann über die 1000 Ringe verändert sich auch diese Unterlage, mhm. Weil wir keinen übergehärteten Vanadiumstahl haben, sondern weil einfach diese Unterlage mitarbeitet, mhm. Und die gibt dann den Ringen eine charakteristische Form mit und die ist oft so halb oval, mhm. Rund. Das sieht man häufig. Man sieht auch ganz flach, man sieht auch ganz rund. Mhm. Es ist einfach ein Spektrum an Möglichkeiten. Und im Spätmittelalter hat der Saarwürker natürlich die Möglichkeit, die sein Kollege aus dem frühen Hochmittelalter so nicht hatte, der kann Draht einfach auf dem Markt einkaufen. Es gibt Drahtzieher, die mit moderneren Methoden massenhaft Draht produzieren. Das heißt, wenn der sagt, ich brauche einen, er sagt natürlich nicht 3 mm Draht, weil die Millimeter gibt es noch gar nicht, aber wenn er sagt, ich brauche die und die Dicke, dann kann er die im Prinzip zu einer standardisierten Qualität in Mengen kaufen und daraus seine Ringe machen. Das ist natürlich ein enormer Fortschritt. Ja, und die Wasserkraft macht es möglich, also mit Wasserkraft angetriebene Räder, die den Draht ziehen. Ja, auch die Drahtwippe ist ja auch schon mal so ein durchaus wichtiger Fortschritt. Nürnberg ist ein ganz gutes Beispiel für Drahtindustrie in ganz verschiedenen Dingen. Und sprich, der hat sein Halbzeug, kann sich auf das Ringemachen konzentrieren. Und wir haben dann eben Rundnieten und eben diese Dreiecksnieten, hilf mir. Keile, wenn du möchtest. Keile, genau, das war das Wort, das ich gerade gesucht habe. So als Standard, teilweise auch beides auf dem am selben Ringpanzer, weil eben Versatzstücke genutzt wurden? Beides an einem habe ich noch nie gesehen. Okay, das ist spannend. Viele mittelalterliche Stücke, da zeigen die Nieten, sehen schon eher aus wie diese Keile. Mhm. Also es ist nie so, dass das, was ihr auf dem Markt kaufen könnt, 100% dem entspricht, wie irgendwie ein Museumsstück ist. Mhm. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, wie die Ringform sich unterscheiden kann. Mhm. Aber das, was als Keilniete verkauft wird, kommt schon ziemlich nah dran. Ja. Du hattest ja noch die festen Nieten erwähnt, also die festen Ringe, die keine Öffnung haben, die von Anfang an schon ein Ring sind. Mhm. Und ich weiß, da gibt es verschiedene Methoden, die herzustellen. Genau, wenn man die von außen betrachtet, sehen die einfach nur aus wie eine Beilagscheibe. Aber man kann die herstellen durch Stanzen. Mhm. Also man entfernt einen kleinen Kreis aus einem Blech und aus diesem kleinen Kreis entfernt man nochmal einen Kreis. Dann hat man einen Ring. Was erstmal einfach klingt, aber zwei Probleme hat. Zum einen habe ich Material, das ich nicht nutze, also das Innen. Und zum anderen brauche ich ein Werkzeug, das stanzt und hart genug ist, um das über längere Zeit machen zu können. Und es steht auch ein Grat hoch, dann den muss man eventuell wieder zurückschmieden oder abtragen. Ja. Und eine andere Möglichkeit ist, das Material zur Seite zu schieben, also mit einer Spitze verdrängen. Das könnte man, das nennt man treiben. Und dann mit viel Hämmern den Ring aus einer kantigen Form in eine Runde zu bringen. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, man nimmt ein drahtähnliches rundes Stück Metall, also halt ein Draht, und bringt den zur Überlappung und Feuer verschweißt den. Mhm. Also mit einem Hammerschlag bei hohen Temperaturen
was nicht einfach ist, aber jemand, der das kann, kann das sehr schnell. Und das ist noch nie wirklich gelungen, in der modernen Zeit das richtig nachzuvollziehen. Aber es sind letztlich auch Sachen, die wir an Fundstücken relativ gut unterscheiden können, weil zum Beispiel im Eisengefüge klar ersichtlich ist, was ist gestanzt und was ist verdrängt. Genau. Ja. Das Eisen sieht dann im Mikroskop betrachtet aus wie so eine Holzstruktur, ja. Mit Linien, und die daran kann man ablesen, wie das verformt wurde. Ja. Lustigerweise ist der Verformte auch etwas stabiler durch diese Struktur. Das ist in jedem, ich habe ja mal Metallbauer gelernt, und in jedem Metalllehrbuch ist das als Beispiel, wenn du ein Stück Stahl hast und ein Loch reinbohrst, dann unterbrichst du im Prinzip die Strukturen, und wenn du es dornst und verdrängst, dann tust du genau das nicht. Also tatsächlich gibt es auch wahrscheinlich bei der Größe eines Ringes einen nur sehr geringen Vorteil, aber es gibt einen Vorteil. Eine Frage, die bei mir ganz oft aufkommt, ist die nach der Flechtart von Panzerhemden. Also das, was wir reden eigentlich bei allem, was ich so kenne, von dem sogenannten 4-in-1-Flechten. Das heißt, jeder Ring ist mit vier weiteren Ringen verbunden. Dadurch ergibt sich eben dieses Geflecht. Und ich werde oft gefragt nach Dingen wie Königskette, Doppelring, 6-in-1, 8-in-1. Was ist da dran für den europäischen Raum? Also, wenn wir da die Fundquellen auswerten, Stücke im Museum, archäologischer Kontext, es gibt im Wesentlichen nur 4-in-1. Es gibt da die europäische Variante, auf die beziehe ich mich. Mhm. Ihr könnt es mal googeln. Es gibt auch noch eine japanische Variante. Wollte gerade sagen, weil die da hängen auch vier Ringe in einem. Ja, aber auf eine andere Art, lustigerweise. Ich hab ja eine japanische Rüstung, und meine Armpanzerung hat eben japanische Flechtart, die aber nicht so ein dichtes Geflecht ergibt wie im europäischen, sondern ein viel offeneres Geflecht. Und man merkt, es ist wirklich komplett gegen Schnitte gedacht. Ja, und ist auch in Verbindung mit anderen Dingen, ist eher Trägermaterial, also ganz lustig. Ja, aber in Europa, wir reden über Europa. Also, wir haben eigentlich immer diese europäische 4-in-1-Variante über zwei Jahrtausende und länger. Mhm. Und es gibt ganz wenige Ausnahmen, also übertrieben wenig. Nämlich bei Krägen, da gibt es oft sehr steifes Geflecht, damit es aufsteht. Zum einen wegen der Schutzwirkung, aber vor allem damit der Kragen hochsteht, ist es steifer gemacht. Und es wird in fast allen Fällen mit stärkerem Draht im Verhältnis zur Ringgröße umgesetzt. Mhm. Das Muster bleibt weiterhin 4-in-1. Mhm. Aber in 2 von 60 Beispielen, die ich angeschaut habe, gibt es auch die Möglichkeit, das mit einem 6-in-1 Muster zu erreichen. Okay. Also da haben wir. Es scheint so, dass manche Werkstätten einfach dieses 4-in-1 mit anderen Ringen nicht umsetzen konnten, und die hatten halt dünne Ringe und haben das dann mit 6-in-1 gelöst. Ja. Also kann ich aus eigener Beobachtung auch sagen, ein Kragen, der dicker ist, der hoch steht, ist ein echter Segen. Reibt weniger, ist angenehmer zu tragen. Es gibt sogar ein Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, da sind auch Lederriemen durchgezogen, um das zu versteifen. Ja, aber nur bei Krägen. Ja, genau. Nur beim Kragen, das meine ich gerade. Genau, um diese Versteifung zu erreichen, kenne ich ein Beispiel, habe ich hier vor Augen, wo eben Lederstreifen drin ist. Genau. Aber alles mit 6-in-1 oder 8-in-1 irgendwo anders als in dem Kragen ist eigentlich großer Quatsch. Ja. War auch so mein Stand. Der Hintergrund da ist, dass Leute auch Textquellen ausgewertet haben und dann tauchen Begriffe auf wie Double Mail, gerade im Französischen, oder King's Mail, und keiner weiß genau, was es bedeutet. Mhm. Aber es scheint am wahrscheinlichsten zu sein, dass es sich einfach auf unterschiedliche Drahtstärke bezieht. Ja. Es gibt eine ganz lustige Ausnahme unter den italienischen Harnischen wird ja auch noch relativ viel Ringpanzer getragen, und da haben wir eine lustige Doppelung, weil wir sehen auf mehreren Abbildungen zwei Unterkanten. Du hast ja vorhin schon von den messingverzierten Unterkanten erzählt, die auch mal vergoldet sein können und oft im Zickzackmuster sind und solche Scherze, und da sehen wir häufiger mal zwei übereinander. Was darauf hinweisen könnte, ich bin da sehr vorsichtig, weil die Forschung ist da umstritten, dass da unter einem kompletten Ringpanzer nochmal ein zusätzlicher Schurz getragen wird und die dann tatsächlich zwei Lagen Ringpanzergeflecht übereinander tragen können. Wow, eindeutig eine Reiterrüstung. Ja, doch, da gibt es manche Ölgemälde,
die tatsächlich das zeigen, dass zwei Lagen übereinander sind. Das ist schon denkbar. Ja. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Aber kommen wir mal zum nerdistischen Teil. Der Geschichtsnerd, der Besucher dieses Kanals, der Zuschauer dieses Kanals, der will Ringpanzer haben. Und eine Menge Leute haben schon unvernietete Kettenhemden geflochten. Ich auch. Vor über 25 Jahren für ein Live-Rollenspiel brauchten wir ganz dringend ein Kettenhemd. Ich saß dann in der Berufsschule im Unterricht und mit Erlaubnis des Lehrers habe ich da Ringe ineinander gehauen und innerhalb von 6 Wochen haben wir zu zweit so einen Ringpanzer zusammengebaut. Wir haben es damals gefühlt wie die Könige. Für dich natürlich Kindergartenliga, weil unvernietet und alles. Ich kenne aber auch... Der Spaß ist immer der gleiche. Ja. Ich kenne aber auch immer mehr Leute, die sich mit vernieteten Ringpanzern anfangen. Und was brauche ich dafür? Ich möchte mir einen vernieteten Ringpanzer machen. Was brauche ich? Wie gehe ich vor? Was kann ich tun? Als erstes brauchst du Geduld und Spaß an der Sache. Ja. Sonst geht's gar nicht. Das ist in keinem Fall wirtschaftlich. Du musst Freude dran haben, das zu tun. Dann brauchst du Draht in einer Stärke 1,4 mm für, sagen wir, Ringe mit 8 mm Durchmesser. Mhm. Dann verschiedene Zangen und Hämmer und vielleicht einen kleinen Amboss. Da findest du Bilder auf meiner Webseite. Ich biete die Werkzeuge auch zum Verkauf an. Vieles kann man sich selber herstellen davon. Mhm. Es gibt eine Spezialzange, mit der schneide ich Ringe ab, die dann überlappen. Das ist nicht so leicht, die selber herzustellen. Und eine Zange, die Nieten sinnvoll verpresst, das ist auch schwer umzusetzen. Ja, das ist ja, also ich kenne da zumindest umfunktionierte Zangen aus dem Baumarkt, die dann eben eine Vertiefung für die Nietköpfe eingebohrt ist. Sowas habe ich, ich glaube, sowas habe ich auch noch selber hier. Mhm. Also das ist, ja, machen sich ganz viele Leute selber. Aber so eine, also die Nieten werden tatsächlich mit der Zange verpresst, da wird nicht mit dem Hammer draufgehauen, sondern das funktioniert so. Ja, historisch halte ich es für am wahrscheinlichsten. Mhm. Wir reden über 2000 Jahre Geschichte. Mhm. Es gibt möglicherweise waren mehrere Prozesse etabliert. Aber ich halte es am wahrscheinlichsten, dass die am Amboss vernietet wurden, durch Draufschlagen mit einem Hammer. Mhm. Für uns heute ist es sehr viel bequemer, das geräuscharm mit einer Zange zu machen, neben dem Fernseher. Und da... Das Ergebnis ist sehr ähnlich. Wir haben natürlich auch den Nachteil, wir haben nicht den großen Vorteil der Menschen damals, nämlich die Arbeitsteilung, ja, dass die Schritte aufgeteilt werden, wir müssen das alles selber machen. Wie lange muss ich rechnen? Nehmen wir an, ich will so den Standard-Ringpanzer haben, Oberkörper knapp über die Hüften, Arme, wie viele Stunden muss ich rechnen, dass ich an sowas sitze? Also gehen wir davon aus, dass du den Draht kaufst und die Ringe selber machst. Ja. Kurz eingeworfen, ich kann natürlich auch fertige Ringe kaufen. Die Möglichkeit gibt es ja heutzutage. Kannst aber auch deinen eigenen Draht ziehen. Also je nachdem, wie geisteskrank du bist. Ich kann auch das Metall selbst verhütten. Logisch. Genau. Und die Holzkohle selber. es sind so im Bereich 1000 Stunden. 1000 Stunden. 1000, also in je nach Ringgröße, ich rede mal von 7 mm. In Arbeitsstunden sind das 25 Wochen bei 40 Stunden Arbeit. Sowas, ja, vielleicht in Vollzeit mehrere Monate oder wenn man es abend beim Fernsehen macht, dann vielleicht so 2 Jahre. Wie lange sitzt du an sowas? Also wenn man bei dir sowas... Ich arbeite ja viel mit fertigen Geflechten, also die Ringe sind dann schon vorhanden. Und schneide damit ähnlich wie Stoff. Ja. Und die Arbeitszeit ist dann so im Bereich 100 bis 200 Stunden. Ja, immer noch wahnsinnig lange. Ja, weil das kommt dann eben noch dazu, dass wenn du sagst, du arbeitest mit fertigen Geflechten, was dann noch an Arbeit des Anschneiderns ist, an den Leibschneidern. Wie gesagt, ich habe das bei meinem meinen Ketten- oder Ringpanzerteilen für meine Arme erlebt, wie lange das Anprobieren gedauert hat und wie genau da immer wieder Stücke rausgenommen werden mussten. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine völlig andere Sache als so ein T-Shirt-förmiges Stück, das dann eher locker hängt. Also wer sowas machen will, der muss das schon offensichtlich lieben, aber die Möglichkeit gibt es eben. Du hast auch sowas wie Einsteigersets auf deiner Seite. Also man kann bei dir so das Starter-Set quasi bekommen. Ja, genau, du kannst die ganzen Werkzeuge mit Anleitung kaufen. Ja.
und dann deine eigenen Ringe bauen. Ja, ja. Lohnt sich aber insofern, weil tatsächlich so hochwertige Ringpanzer, also tatsächlich, man bekommt so aus dem Lab-Bereich zum Beispiel so auch vernietete Ringpanzer, die gar nicht mal so furchtbar hässlich sind, heutzutage für tatsächlich sehr wenig Geld. Muss ich halt klar sein, dass die günstig in Indien gefertigt werden und man da, also wer bei Textilien darauf achtet, möglichst faire Bedingungen zu bezahlen, das ist bei Ringpanzer jetzt auch nicht so die Wonne. Aber wenn man in den Bereich von maßgefertigten Stücken geht, dann wird es halt sehr schnell sehr, sehr viel teurer. Mhm. Muss man sich klar sein. Also da irgendwie zu denken, das Ganze eine passgenaue Ringpanzer sei viel günstiger als ein passgenauer Plattenharnig, von dem Gedanken kann man sich, glaube ich, verabschieden. Das ist. Nee, also tatsächlich bewege ich mich da in den Preisen ähnlich wie maßgeschneiderte Plattenrüstung. Das sind oft mehrere tausend Euro. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei Textilklamotten fürs Mittelalter, die kannst du von der Stange kaufen. Ja. Oder du kannst zu Leuten gehen, die die Maß schneiden und die Preisspanne ist ja vielleicht dreifach oder fünffach mehr. Und dann am Ende hofft man, dass der Unterschied sichtbar ist und ich denke, es ist er. Ja, aber da muss man sich klar machen, ich habe es gerade nochmal eingeblendet, die beiden Darsteller hier, die ja wirklich die untere Schicht der städtischen Bürger darstellen wollen. Also gerade der Linke ist so der Spießbürger. Der ist schon ein Bürger, aber ist nicht wohlhabend genug für mehr. Das heißt, er benutzt einen Spieß als Waffe, hat einen einfachen Helm und einen Ringpanzer. Damit ist er sozial die unterste Schicht der Bürger im Mittelalter. Der Darsteller aber hat sich dafür bewusst entschieden und hat, der hätte mit demselben Geld auch eine sozial viel höhere Darstellung machen können. Er hätte einfach gesagt, ja, ich nehme mir einen Brustpanzer. Das kostet jetzt wahrscheinlich, wäre es sogar etwas günstiger gewesen. Noch ein bisschen fancy Kleidung dazu und wäre sofort zwei soziale Stufen höher gewesen. Also die beiden auf dem Bild haben sich ganz bewusst dafür entschieden, ich nehme diese Darstellung, weil ich das machen will. Das finde ich sehr bewundernswert, weil es oft ja so, ich nehme das, was für mein Geld am meisten rausbringt. Hier haben sie genau einen anderen Weg gemacht. Während wenn ich zum Beispiel... Das finde ich auch sehr lobenswert. Ich freue mich immer, wenn es niedere Darstellungen gibt, die sehr gut umgesetzt sind. Ja. Es gibt schon genügend ranghohe Darstellungen, die nicht so gut umgesetzt sind. Ja. Was guckst du mich dabei so an? Aber dann haben wir natürlich auch, wenn wir ins Hochmittelalter gehen, wenn wir jetzt so eine Darstellung eben haben, der kommt natürlich um den Ringpanzer überhaupt nicht vorbei. Der hat quasi keine Alternativen. Mhm. Es gibt so ein paar Hinweise auf Schuppenpanzer, aber wenn ich einen Ritter irgendwo darstellen will, oder hier reden wir eigentlich noch gar nicht vom Ritter, da sind wir schon noch knapp am Panzerreiter. Wenn ich irgendwo zwischen 1066 und sagen wir 1300 einen adligen Kämpfer darstellen will, dann bleibt mir gar keine andere Möglichkeit, als mir einen Ringpanzer zuzulegen. Und wenn ich auch nur halbwegs historisch korrekt sein will, dann sollte es tatsächlich ein Vernieteter sein. Und ich kann übrigens auch im Lab sehr dazu raten, einen Vernieteten zu nehmen, denn je nach Qualität, diese Unvernieteten, die kriegt man immer noch für extrem wenig Geld, aber man geht einmal über einen Platz und dann hat man eine Spur aus Ringen hinter sich gelegt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ganz berühmt ist sind die offenen Achseln, weil da das unvernietete Ringpanzergeflecht nicht halten kann. Das hält nicht und dann hat man Öffnungen in den Achseln. Letztens gab es einen Film, da hatte ich irgendwie die Sendung mit dem kleinen blauen Elefanten, da haben die auch in so einen schlechten Ringpanzer gesteckt und sie ziehen ihn an und man sieht sofort die offenen Achseln. Das war so, ja Leute, nicht mal dafür hat es gereicht. Also auch für den Lab-Bereich. Vernietete Ringpanzer, total gut. Im Lab, wenn es dann weggeht, davon historisch zu sein, um die Geschichte zu erleben, gibt es nur die Möglichkeit, den aus Aluminium oder sogar Titan zu kaufen. Oder aus Aluminiumringen mit Gummiringen in Kombination. Krass. Das wird im Filmbereich oft verwendet. Ah ja, okay, stimmt. Herr der Ringe hat damit angefangen. Nee, die hatten Plastikringe, die einfach ineinander gehängt wurden. Nee, und stimmt. Am Ende wird alles mit Metalllack angespült. Stimmt, nee, weißt du, wer das damit angefangen hat? Das war tatsächlich Heinrich V. von 1944. Die haben Gummirohre genommen und in Scheiben geschnitten und daraus ihre Panzerhemden gemacht, mitten im Zweiten Weltkrieg, weil sie natürlich nicht an Metall gekommen sind. Deswegen sehen die auch so gut aus, aber ja, stimmt. Ja, wobei, es gibt natürlich noch so den Zwischenweg, weil wir gerade dabei waren, ich will einen guten Ringpanzer haben. Ich glaube, so ein Zwischenweg, der auch noch möglich ist, ich kaufe mir ein Hemd von der Stange und passe es selbst an. Ja, das... viele schaffen da so einen mittelmäßigen Erfolg damit, das ist auch eine Möglichkeit.
Wenn du dir Textilschneidern zutraust, so wie ein Textilschneider das kann, dann kannst du das vielleicht auch. Ja. Aber ich muss dazu sagen, es ist ein Spezialhandwerk und es gibt viele Feinheiten, die würde man als Laie gar nicht erkennen, aber als Experte dann schon. Ja, natürlich. Ich versuche nur den verschiedenen. Ich habe ja alles Mögliche unter den Zuschauern. Einige Leute gucken sich das hier an, weil sie es interessant finden und werden niemals auch nur den Gedanken daran haben, sich einen Ringpanzer zu machen. Aber dann habe ich natürlich alle Klassen von Leuten, die sagen, ich hätte gern was Brauchbares und ich versuche das so ein bisschen einzuordnen. Die Luxusvariante ist natürlich, sich eins auf den Leib schneidern zu lassen, ganz klar. Aber es gibt eben auch Schritte dazwischen, die zumindest brauchbare Erfolge haben. Und ich meine, wenn ich immer noch, für dich ist es quasi egal, weil die Leute, die das umbauen wollen, brauchen immer noch das Einsteigerset von dir, die Werkzeuge. Also von daher, auch die können sich letztlich an dich wenden, weil du das richtige Werkzeug dafür hast. Gut, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick über den Ringpanzer gebracht. Gibt es noch irgendwelche Mythen, die du unbedingt jetzt noch widerlegen möchtest? Wir haben ausgeräumt, dass Ringpanzer der bessere Begriff ist als Kettenhemd. Nein, das haben wir nicht aufgeräumt, das haben wir etabliert. Etabliert. Nee, ich denke, es passt soweit. Ja. Ja, ich meine, das ist ganz lustig, weil wir beide in einer lustigen Situation sind. Wir haben einen sehr merkwürdigen Beruf, auf den wir wahrscheinlich auch nicht auf geradem Weg gekommen sind. Was hast du eigentlich gemacht? Das war ja nicht dein Ziel, irgendwann Ringpanzer zu machen. Du bist ja, hast bestimmt irgendeinen anderen Lebensweg dahinter. Ja und nein, also ich hatte immer eine Begeisterung für Handwerk, besonders altes Handwerk. Mhm. Und während ich diese Begeisterung aufrechterhalten habe, habe ich nebenbei ein Studium durchzogen, Materialwissenschaften im Bachelor und Nanotechnologie im Master. Aber diese Begeisterung für das Handwerk war nie auszulöschen hat sich irgendwann durchgesetzt. Das ist lustig, weil der Peter Müller, der meine Rüstung gemacht hat, der Plattner ist, der ist sogar promovierter Materialkundler. Also das ist, scheint irgendwie die Weg zu sein, aber dann Nanotechnologie im Master und dann, das ist spannend, ja. Also ich sag ja, schräge Lebenswege. Es gibt eine Parallele zwischen den beiden bei Materialwissenschaften. Beschäftigst du dich mit den Atomen in einem Gitter vom Metall? Ja. Du kennst das ja. Und die Ringe finden sich ja auch in einer Art Gitterstruktur zueinander. Ja. Also immer in Zeilen und Spalten. Genau, und erst habe ich mich mit Bogenbau beschäftigt und als dann einer meiner schönen Bögen zerbrochen ist, dachte ich mir, die Ringpanzer, die halten länger. Die brechen nicht so leicht, das ist schon richtig. Aber trotzdem großartig, dass du das Ganze heutzutage, also es zeigt natürlich auch wieder, was so in dieser ganzen, ganz großen Lab, Living History, Mittelalter-Szene möglich ist, dass da Leute von so etwas leben können. Ja, es ist aber auch nicht merkwürdiger, als davon zu leben, den Leuten jede Woche was über das Mittelalter zu erzählen. Also wir sind da... Du musst es mal aus der zeitlichen Perspektive sehen. Seit vielleicht 400 Jahren gibt es jetzt zum ersten Mal wieder mich und andere, die da so tief eintauchen können, dass sie das schneidern können. Dieses Wissen war verloren und mit 400 Jahren Lücke taucht jetzt wieder auf. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, daraus kommen eben auch Sachen. Also gerade so, was wir vorhin angesprochen haben, dass wir keine dicke Polsterung unter der Rüstung tragen. Das ist tatsächlich eine relativ neue Idee, weil da einfach Sachen nachgestellt wurden, ausprobiert wurden. Und man hat dann eben festgestellt, doch, da gibt es Dinge, die funktionieren einfach. Auch was du gesagt hast, dass ein locker hängender Ringpanzerbesatz an manchen Stellen nochmal zusätzlichen Schutz geben kann. Also da sind ganz viele Dinge in der Praxis einfach neu gedacht worden. Und ganz oft hat man gemerkt, dass was man für... eine Darstellungsart für eine Eigenheit der Darstellung gehalten hat, war tatsächlich eine sehr realistische Darstellung und zeugte davon, dass die Leute sehr genau wussten, was sie dort abgebildet haben. Also das ist so, dass da ein Handwerk, wie du gesagt hast, wiederentdeckt wurde, das ist tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ja, es ist auch eine sehr spannende Zeit, in der wir uns jetzt befinden, da wir die Quellen zusammentragen können aus dem ganzen Kontinent
was vielleicht vor 20 Jahren schwieriger war. Das kann ich dir sagen. Nur so war es möglich, das zu lernen. Ja, das kann ich dir sagen. Also Quellen vor 20 Jahren, also als ich angefangen habe mit solchen Dingen in den 90er Jahren, da gab es keine Quellen. Da gab es den Funken, den berühmten Funken, und wenn du den aufschlägst zum Thema Ringpanzer, dann lernst du gleich das, was ich vorhin erzählt habe. Die erzählen dir was vom Ringelpanzer und von Scheiben, die aussehen wie Kettenhemden. Also nicht reingucken, kriegt man Kopfschmerzen von, darfst du nicht tun. Die explodiert sofort der Kopf bei dem, was die schreiben, und mehr gab es nicht. Das war alles. Ja, also dass wir jetzt diese ganzen Quellen auch haben. Und was hast du gesagt, wie viele Krägen hast du mittlerweile untersucht? Etwa 60? Ja. Also, 60 Stück, zwei davon mit diesem 6 in 1. Ich weiß nicht, ob ich mehr als 4 oder 5 zusammenbekomme jetzt so ad hoc. Das hat schon echt was getan, dass solche Quellen dann irgendwie auch zugänglich sind. Ich meine, da hilft dir natürlich auch dein akademischer Hintergrund. Ich glaube, wenn du irgendwo mit deinem anfragst als Materialkundler, da hast du natürlich wahrscheinlich auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie dir antworten. Ja, das ist natürlich immer vom Vorteil. Ja, mittlerweile werde ich auch als Experte anerkannt. Mhm. Ich meine, das ist ja entstanden heraus aus Enthusiasmus, und auch die Geschichtsforschung begibt sich dann mehr auf die Leute aus dem Hobbybereich zu, und das ist eigentlich eine schöne Symbiose. Ja, ja, das ist aber häufig. Das habe ich eben auch bei anderen Handwerkern, dass die irgendwann ihren Expertenstatus bekommen und dann so ein Scharnier zwischen der Szene und der Wissenschaft bilden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, weil beide Seiten können davon profitieren, weil wir machen Beschusstests, wir schießen mit Armbrusten auf Ringpanzern, weil wir Lust haben und jemand einen Ringpanzer hat. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wer immer sich für Ringpanzer interessiert, unten in der Videobeschreibung ist Iron Skin verlinkt. Einfach mal draufschauen. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Genau, auch auf den Namen Iron Skin, da könnt ihr mehr erfahren, wenn ihr wissen wollt, wie wirkt sich Ringgröße auf das Gewicht aus und solche Sachen. Ja. Und auch ein Beschusstest mit verschiedenen handwerklich gefertigten Ringen. Haben wir nämlich vergessen, schiebe ich kurz noch nach, denn das ist auch so eine Idee, die oft falsch verstanden wird. Das hat sich auch im Rollenspielbereich etabliert, dass ein Ringpanzer, also wirklich so ein Ritter, der komplett in Ringpanzer gekleidet ist. Hier quasi diese Figur hier. Arme, Beine, Helm dazu, dass das die leichtere Rüstung ist. Und das ist so ein Klischee, bei dem ich als Plattenträger immer gegen anmüssen kann. Das ist gar nicht so sicher, dass das so furchtbar leicht ist. Da kommen wir auch schon, da sind wir auch bei über 20 Kilo insgesamt. Ja, um die 20. Ja? Also je nachdem, hast du Beinschutz noch mit dabei, dann sicher über 20. Ja, und wenn die ersten Verstärkungen dazukommen, dann wird es auch schnell mehr. Aber bei 20 Kilo sind wir auch schon bei einer leichteren Plattenrüstung. Also meine ein paar Kilo mehr, sind wir bei 24. Aber das ist auch so eine Idee, dass das irgendwie die leichtere, beweglich vielleicht, aber leicht, da wäre ich vorsichtig. So ein komplettes Panzerhemd oder eine Panzerrüstung ist tatsächlich eine relativ schwere Angelegenheit. Das wollte ich gerade nochmal so nachschieben, weil man es da gerne vertut. Also Stahl als... Aber dann, genau, du hast mich gefragt, ob ich nur eine Sache anmerken möchte. Ja. Viele Leute, die nie ein Kettenhemd getragen haben, die denken an 20 Kilo und denken an den Rucksack beim Wandern. Ja. So ist es nicht. Also das liegt eng am Körper an und du kannst dich damit bewegen, als wäre es dein Körpergewicht, die 20 Kilo mehr. Da habe ich auch die Diskussion immer, und ich sage auch, 30 Kilo im Rucksack oder 30 Kilo als schwere Rüstung ist ein riesiger Unterschied. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist furchtbar schwer, aber es ist aber auch nicht so wahnsinnig leicht. Was immer der lustige Effekt ist, wenn man sowas nicht oft trägt und dann einen Tag lang so ein Panzerhemd getragen hat und es danach auszieht, danach geht man erstmal wie auf Wolken. Dann merkt man, was man getan hat. Gut. Danke, dass du da warst. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Haben wir euch was Neues erzählt? Habt ihr noch Fragen? Also in den Kommentaren. Sebastian wird da ab und zu mal reinschauen und gucken, was er beantworten kann. Ich natürlich auch, meinen Kenntnissen, also was euch interessiert, unten auch reinschreiben. Denkt daran, bei der BBG euch ein Buch auszusuchen und zu schreiben, damit ihr es gewinnen könnt. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass du da warst. Und ihr da draußen, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.